Auf AMB hatte ich den gefunden, einen Artikel von CutNet gefunden, und CutNet ist beleidigt, weil es wurde zwar gejubelt, dass Mutter Teresa heilig gesprochen wurde, quer durch die Medien, aber nicht genug. Und insbesondere hätten sich in den Kommentaren unter den Artikeln einige Leute kritisch geäußert, Hetzkritik jetzt gegeben, und die Beschwerde ist jetzt auch, es ist sehr, sehr gewunden, ist, dass zu wenig Christen hätten Mutter Teresa gegen diese Hetzkritik verteidigt, schreibt Dr. Phil Michael Schneider-Flackmeier. Klar. Und Dr. Phil Michael Schneider-Flackmeier schreibt hier, ich lese da mal Auszüge vor von CutNet. CutNet ist jetzt ja nicht unbedingt kirchenkritisch. Und er schreibt, Mutter Teresa von Kalkutta ist von Papst Franziskus in die Liste der Heiligen unserer katholischen Kirche eingetragen worden. Sie ist sicher eine der größten Heiligen der Neuzeit. Das Magazin Cicero hatte ein wunderbares, dem Charakter der großen Heiligen sehr gerecht werdendes Interview mit dem langjährigen Vertrauten, Begleiter, Pfarrer und Beichtvater von Mutter Teresa veröffentlicht. Darauf brach auf der Facebook-Seite von Cicero die Hölle los. Eine unfassbare Flut von Beschimpfungen, wie eine alte Vettel, die in der Hölle schmort, kam in Mengen mit großer Zustimmung aus den Reihen der Atheisten. Leider hielten wenige Christen dagegen. Ein Armutszeugnis, das Bände spricht. Und dann sagt er, es wurde ihr vorgeworfen, dass in ihren Sterbe- und Armenhäusern sowohl Spitälern unhaltbare hygienische Zustände herrschten. Und das kommt sicher von Leuten, bei denen es in der Küche und auf dem Klo mitunter nicht anders aussieht als bei Bauer Schmitz im Hühnerstall. Wie bitte? Herr Doktor. Super, das ist ein tolles Argument, oder? Ja. Das Dr. Phil Michael Schneider-Flackmeier. Sie haben nicht aufgeräumt. Ihre Argumente kann ich nicht ernst nehmen. Sie müssen erst mal fegen. Mutter Teresa habe hunderte Millionen in dunklen Kanälen versickern lassen, während sie den Armen das Nötigste vorenthielt. Er bringt immer eins der Kritikargumente, und dann sagt er, die Leute, die das sagen, haben hässliche Nasen. Ja. Und dann sagt er, also jetzt dunkle Kanäle, sie wird von Atheisten auf der Cicero-Seite als Todesengel von Kalkutta bezeichnet, die für unbeschreibliches Elend verantwortlich sei. Tja. So viel Bosheit und Hass fasst man geradezu nicht. Und das von Leuten, die dick und fett, Roastbeef mampfend und Rötwein schlürfend, weich gepolstert in ihrem Zuhause sitzen. Ja, also... Wer Roastbeef ist, der kann natürlich keine sachliche Kritik anbringen, das ist klar. Ja, er zitiert mit dem Roastbeef mampfend und Rotwein schlürfend, da sind Anführungsstriche drum, er zitiert irgendjemanden aus den 50er Jahren, der das mal gesagt hat. Das entspricht auch, dass das aus den 50er Jahren ist, entspricht auch irgendwie dem Geist von Dr. Phil Michael Schneider-Flackmeier. Ah, während Mutter Teresa zahllose Babys aus den Mülleimern rettete und sie großzog, kriechen jene hierzulande in die Mülleimer hinein, um dort zu hausen. Wie bitte? Wovon redet er denn da? Das... Auch aus der Kirche ist Mutter Teresa verdächtigt und beschimpft worden. Und das von Ordensleuten, deren Klöster mehr komfortablen Wohnanlagen gleichen und die mehr mit Übergewicht als mit Hunger, Obdachlosigkeit und Elend kämpfen müssen. In der Kirche ist es oft der geistliche Neid, der in der Kirche wirklich wütet. Hierzu kommt bei all diesen Hassern, dass das Beispiel der Mutter Teresa an ihrem Gewissen nagt, weil sie nichts vorzuweisen haben. Schließlich spielt meines Erachtens bei den meisten Atheisten eine Rolle, dass sie Gott verstandesmäßig nicht fassen können und er auch nicht tut, was sie wollen. Dabei wird immer wieder das Argument der Vernunft, in Anführungsstrichen, angeführt, von dem der Apostel Paulus sagt, dass der Friede Gottes, also der Heilige Geist, unsere Vernunft und unser Begreifen weit übersteigt. Okay, also alle Kritiker sind zu dumm, um das zu verstehen, haben unordentliche Häuser und kriechen in Mülltonnen, essen Roastbeef. Okay, irre. Also interessanterweise, oder eigentlich ist das auch nicht interessant, geht er halt überhaupt nicht auf inhaltliche Sachen ein,
Sagt immer nur, die Leute, die das sagen, haben hässliche Nasen. Es ist also ein Atominem nach dem nächsten. Ja, der widerlegt gar nicht die Argumente. Ne? Wenn man als Argument sagt, es gibt Zeitzeugen, die haben gesagt, dass da Nadeln wieder benutzt werden und Leute in Schmerzen sterben, damit beschäftigt er sich gar nicht. Ne? Nein, natürlich nicht. Dann sagt er, die Leute, die das sagen, haben wohnen im Mülleimer. Ja, wohnen im Mülleimer. Tja, so viel zur Kritik. Ja, ich wollte das einfach nur mal vorlesen. Ich meine, es wurde so gejubelt, es wurde also quer durch die Presse wurde gejubelt. Aber das ist offensichtlich den Rechtskatholiken hier bei weitem nicht genug. Solange es noch Kritik gibt, solange also nicht alle Leute komplett durch die Bank auf ihrer Seite sind, werden diese Leute beschimpft. Das reicht also nicht. Es muss also immer totalitär sein. Ja, ich habe dann auch eine lustige Meldung gefunden über das Problem.